Vielen herzlichen Dank. Sind Sie auch mit dem Auto hergefahren oder so? Das ist, interessiert mich mal, weil Sie machen so einen entspannten Eindruck. Den man vielleicht doch eher öffentliche Verkehrsmittel, weil ja, es ist so, ich bin relativ häufig mit dem Auto unterwegs natürlich und mir macht es aber keinen Spaß. Mir macht es keinen Spaß mehr, weil, haben Sie bestimmt auch schon festgestellt, wenn man unterwegs ist mit dem Auto, man hat es relativ häufig mit Idioten zum Tor. Wirklich, ich hab manchmal habe ich sogar ein bisschen das Gefühl, wenn man 10 Minuten Auto fährt, dass man mehr Idioten sieht wie frühere autolose Generationen in einem ganzen Leben. Wirklich Wahnsinn. Was ich wirklich sehr, sehr gern mag, das sind zum Beispiel diese an die Ampel Hinschleicher. Kennst du die? Da ist irgendwer 500 Meter weiter vorne ist eine Ampel auf Rot und jetzt fahren sie ganz langsam hin, weil es kann ja sein, dass während sie unterwegs sind, dass die Ampel auf Grün schaltet und dann können sie einfach weiterfahren, ohne dass sie jemals anhalten haben müssen. Das kann schon sein, aber so geht das nicht. Das geht nicht. Man fährt zügig an eine Ampel hin. Bei Rot hält man, bei Grün fährt man. Mehr gibt's da gar nicht zum Sagen, aber die daudeln an diese verdammte Ampel hin. Mit 25 Stundenkilometer ruckel, ruckel, fahren sie langsam hin. Du fährst hinten nach, du wärst wahnsinnig. Wirklich, dann fahren sie vor, dann sind sie endlich bei der Ampel. Die schalten natürlich nicht auf Grün, jetzt müssen sie halten. Und zwar bleiben sie stehen, 15 Meter Abstand zu ihrem Vordermann. Und erst wenn sich die gesamte Kolonne, die sich hinter ihnen gebildet hat, wenn die auch alle stehen, dann schließt er auf. Super. Das ist super, weil jetzt bist du der Volldepp, der mit 15 Meter Abstand dort steht. Wirklich, du kannst ihn da werfen, den Blödmann. Und dann wird's grün, vor ihm wird zügig losgefahren, er ist aber nur ein bisschen skeptisch. Weißt, ist grün wirklich die Farbe, bei der man fährt? Jetzt weiß es gleich gar nicht mehr. Weißt, jetzt es kommt so überraschend, allerdings geht das nochmal durch die Farben. Rot bleibt man stehen, doch, stimmt schon. Gelb, ja, weiß ich jetzt gar nicht, aber ja, dann, nein, grün fahrt man, das wird schon sein, das war's schon. Jetzt fahrt er los. Er ist natürlich der Letzte, der bei dieser Grünphase durchkommt. Das macht aber nichts, weil bei der nächsten Ampel hat man ja wieder. Und ja, da ist aber. Da ist aber zweispurig. Jetzt stellt man sich neben ihm hin. Bei den Deppen möchte man sich schon mal anschauen. Verstehst? Fahrt man neben ihm hin, schaut man so rüber. Man rechnet eigentlich mit einem Verkehrsteilnehmer so im Alter von Jopi Hesters plus X. Verstehst? Man schaut rüber, weit gefehlt. Der Typ ist Anfang 30. Der hat so blonde, leicht schüttere Haare, Goldrandbrille, schwarzen Rollkragenpullover. Alles klar, Theologiestudent im 25. Semester. Weißt? Was, so ein Typ, der Herr ist mein Hirte. Er wird mir den Weg weisen. Ja, das kann schon sein, aber losfahren muss trotzdem selber, du Ochs. Wirklich, es nervt ohne Ende. Jetzt habe ich erst kurz, war ich beim Autohändler, ich habe ein neues Auto bestellt. Da hat mich wirklich drauf gefreut, weil mein Alter hat jetzt über 200.000 Kilometer. Habe ich gesagt, gut, kaufst du mal ein neues Auto. War ich beim Mercedes-Händler und ich habe schon gewusst, was für Auto das ich will. Aber der hat dann Zubehör, sind wir dann noch durchgegangen. Gell? Dann hat er gesagt, Mensch, da hätten wir was natürlich vorne, Armaturenbrett, Wurzelholz. Und dieses Wurzelholz wird aufgenommen im Schallknüppel, auch die restliche Verkleidung und beim Einstieg Beleuchtung. Habe ich gesagt, stopp, sage ich, das sind Sachen, die interessieren mich nicht. Das brauche ich nicht. Was ich brauche bei meinem Auto, das ist eine Bordkanone. Habe ich gesagt, das brauche ich. Jetzt ging mir die Zubehörliste durch. Jetzt werden Sie sagen, das gibt es nicht, aber es ist wirklich so. Bei Mercedes gibt es keine Bordkanone. Das haben die. Haben die gar nicht. Wir haben unter B, wir haben unter K nachgeschaut. Nix, verstehst? Ja, dann bin ich hinausgefahren zu Kraus Maffei und habe ich da mit so einem Typen geredet und der hat dann gesagt, Herr Grünwald, sagt er, logisch, sagt er, Bordkanonen haben wir zum Saufuhren. Hat er gesagt, aber jetzt hat eigentlich nicht so viel Privatleute. Wir verkaufen das mehr so an Staaten im Kriegsfall. Ja? Dann habe ich ihm die Geschichte mit dem Theologiestudenten geschildert. Dann hat er gesagt, ja, dann nimmst du eine mit, aber von mir hast du das nicht. Wie geht's dir mit den weiblichen Fans also? Ich weiß genau, was du ansprichst. Das ist, ich weiß nicht, ob Sie es auch gelesen haben, in der Zeitschrift war doch so ein Ding drin gestanden, dass ich das Sexsymbol der 90er bin. Und das ist.
es ist schon. Nein, ist schon der Wahnsinn. Ich werde auch viel gefragt, dann, wie fühlt man sich. Aber ich sage, na ja, es ist. Aber ich denke an nichts anderes mehr. Es ist wirklich, es ist totale Wahnsinn. Und da passiert natürlich irrsinnig viel. Also viele Frauen kommen da auf mich zu. Und, das ist, und da ist halt dann wieder ein Vorteil. Ich bin ja so genannter fünfmal die Nachtjunge. Nein, das stimmt wirklich. Ich habe schon als Kinderschwache Blasen gehabt. Lebensart, savoir vivre. Das haben wir hier im Schlachthof schon immer gehalten, und zwar sehr hoch. Und mein erster Gast heute Abend ist die personifizierte Lebensart. Alles an ihm ist geschmackvoll und exquisit. Einen ganz besonders herzlichen Applaus für den einzigartigen Modezar von Mindelstetten, Jacques Sack! Herr Sack, grüß Sie Gott. Und haben wir eine gute Anreise gehabt? Ganz, ganz zauberhaft. Nein, Ottfried, ich muss Ihnen sagen, ich habe heute mein Autolein selber hergefahren. Ich habe den Führerschein gemacht, ja, freilich, weil ich glaube, ein jeder echter Mann muss so eine Höllenmaschine bedienen können. Und was ich immer noch am besten finde beim Autofahren, man überfährt wahnsinnig interessante Menschen. Also, das ist.